Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pixar mit Katze und Baloui. Und Baloui tötet arme Tiere. Ja, ich bin Baloui. Und ich töte arme Tiere. Nein, ich muss leveln. Und Steingolems sind zu stark. Warum? Weiß nicht. Also, soweit ich weiß, ist Stein sehr effektiv gegen Flug. Also würde ich lieber nicht gegen einen Steingolem mit meinem Vogel kämpfen. Ja, habe ich jetzt auch nicht heute mal nicht so vor. Na gut. Okay, wie fühlst du dich dabei, Baloui? Wobei? Ja, allgemein. Beim Aufnehmen dieses Projektes im Endeffekt so. Fühlst du dich gut, fühlst du dich eher nicht so gut? Ich habe endlich wieder einen Argentavis, also fühle ich mich sehr gut. Ja. Und würden Sie uns erzählen, wie das zustande gekommen ist, dass wir wieder einen Argentavis haben? Aus Versehen bin ich gegengefallen. Aha, okay. Der war plötzlich da. Genau. Okay, ja. Das klingt ja sehr interessant. Gibt's sonst noch jemand, der heute seine Erfahrungen mit uns teilen möchte? Ich habe heute geatmet. Was ist Atmen? Interessant, ja. Sie haben richtig geatmet oder eher so ein... Hast du gerade einen Knall oder will ich das vielleicht gar nicht wissen? Ja, haben Sie in letzter Zeit schon mal über das Essen von Kleinkindern nachgedacht? Ich habe darüber nachgedacht, dich zu essen, wenn du nicht gleich die Klappe hältst. Das ist ja nett. Kann man eigentlich XP-Boost machen, irgendwie, dass man mehr XP kriegt für das, was man tut? Mehr XP für sein Geld, sagst du? Ja, zum Beispiel, dass ein Dino schneller levelt oder so. Außer, dass man es in den Server-Configs umprogrammiert. Nein. Also, es gibt Möglichkeiten, schneller an XP zu kommen in Ark, aber... Du hast gerade einen Level 59er Dodo getötet. Das habe ich gesehen. Nein, natürlich. Und ich finde das sehr gut, was er da gemacht hat. Das war aus Versehen, ich muss leveln. Ich kann alles sehen, was ich will. Leder sehen, und du Holz. Warum was willst du bauen? Warum bin ich gelandet? So ein Idiot. Weil du Leertaste gedrückt hast, wahrscheinlich. Ich will immer angreifen mit Leertaste. Aber man greift. Aber was geht man in Argentavis? Nur auf Stamina oder geht man da auf irgendwas Besonderes? Damage lieber. Hast du den Argentavis erstmal zu Anfang auf Leben und Stamina bei uns? Also wird der mit hat, Leben anfangen. Der hat 1344 HP. Du weißt, wie schnell der stirbt, wenn's packt. Oder Leben drauf und diskutier nicht. Ja, aber Damage ist ja auch nicht schlecht, ne? Ja, der hat aber von Haus aus schon 130%. Also der hatte anscheinend schon Damage Boost. Sollten hier in der Schacht nicht zwei T-Rexe sein? Ja. Die Mine ist doch resettet. Ah nein, hier sind die zwei T-Rexe. Süß. Ja, in der Schlucht sind die doch, oder nicht? Die stehen vor allem nebeneinander. Ja, süß. Die sind die ganze Zeit zusammen. Das sind, glaube ich, ein Paar. Denke auch. Glaube schon. Das Problem ist, HP hilft dir halt nur bedingt mit den Agentarwissen, ne? Wenn du mehr HP hast. Ich hab da jetzt 50 Öfen hingeworfen, die brauche ich nicht mehr. Warum baust du mehr Öfen? Keine Ahnung, ich mag Öfen. Ich mag Essen und? Würde ich dir auch nicht vor die Füße werfen. Ja, weil du es magst. Peace. Erta, du hast glaube ich Level gekriegt, Miri. Du warst vorhin 59, drück mal F. Ja, ich glaube auch, ich hab's gerade gesehen. Wurde gerade angezeigt. Kannst du ihn ein bisschen boosten. Da ist eine Miri. Töte alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Am besten Trike, der gibt richtig schöne Level, aber der sind nicht so einfach zu finden. Da gibt's Lolo so hat keinen von. Bock mehr auflegen. Er sagt, er ist lang genug geflogen. Das ist fies von ihm. Hat er keine Kraft mehr? Ja. Wir haben echt nur Pteranodon hier. Huch, das wollte ich nicht einsetzen.
Ach, Mann. Sind die Patches eigentlich im richtigen Spiel auch rosa? Ja. Ehrlich? Oh oh. Katze bekommt T-Rex-Besuch. Haben die zwei keinen Bock mehr auf die Flucht? Ran? Nee, aber die fanden das nicht lustig, was ich mit ihnen gerade gemacht habe. Was hast du mit ihnen gemacht? Eventuell schieße ich sie mit einer Balliste ab. Warum? Das heißt, stärker als andere? Komm doch einfach her, dann siehst du's. Ja, warte, ich brauche jetzt was zu essen irgendwie. Und Argentavi hat mir genug Essen gemacht. Wieso heißt der Dodo? Welcher Affe hat der schon wieder Dodo genannt? Katze! Ja, was? Katze! Mann, Katze! Jetzt hör doch auf, Sachen Dodo zu nennen. Och, Mann. Aber ich hagel's, Alter. Soll ich hier jemanden Dodo nennen? Bestimmt warst du das. Miri würde sowas nicht tun. Ich denke auch. Wir sind Dodos heilig. Bin mir nicht ganz sicher. Da oben fliegt ein Pteranodon. Ja und? Oh, der ist ausgewichen. Krass. Alter, wie verbuggt das einfach wieder ist. Ist einer von den T-Rex entkommen? Oh, was ist denn das? Was? Was ist was? Was Katze da hat? Hab doch gesagt, ich habe eine Ballista gebaut. Was? Er hat sich ein Maschinengewehr gebaut. Das. Nein! Ballista ist nicht ein Maschinengewehr. Ein großes Maschinengewehr für große Sachen. Mhm, so würde ich das. Nein, nicht. Kann man damit Dodos erschießen? Ja. Bring mir ein Dodo und ich zeig's dir. Ich glaube, das wäre etwas übertrieben. Was ist denn das? Das kann man hinstellen? Kann man das auch wieder wegbauen? Guck mal, fies im Wasser findet das nicht gut. Da hinten ist ein T-Rex, schieß ihn mal in den Hintern. Oder geht das nicht? Hab ich vorhin schon, die sind aber aggro dann. Ach. Wie lange dauert das Nachladen und so? Nicht besonders lang, das Problem ist, ich habe keine Pfeile mehr. Brauchst du da normale Pfeile für? Nein. Ich bin weg! Brauch Ballista-Bolts dafür. Okay. Das bedeutet, ich muss noch mehr Wood holen. Der mag mehr dich Leder nicht, Katze. Und so. Also Leder hat in meinem Agentavis einiges. So, also. Machen wir uns erstmal nochmal einen Zweig töten. Die geben nämlich schön XP. Und sie können nicht so. Problem ist eher das Holz und das Leder. Holz ist immer ein Problem. Wir haben noch keinen Dino, der besonders gut Holz sammelt, ne? Kann sehr gut sein. Ich will nicht sagen, Miri, aber das Ding ist hinter dir her. Es ist kaputt! Ja. Gab's dir ein Level? Ne, nur mir gab's ein Level. Ja. Gerade gesagt, HP. Leveln fies. Ja, wir haben wirklich zu wenig Leder. Wir brauchen 50 pro Schuss. Das ja, ist das Problem. Ich hab einiges, hab ich gerade gesagt. Hier, nimm mal aus meinem Agentavi raus. Einiges. Ja, ist doch einiges. Wieso brauchst du 50 je pro Schuss? Hast du einen Schuss? Ich glaube ja. Wie viel Schaden das scheiß Ding macht? Nein, weiß ich nicht. Wie viel? 22? 50, 100, der Dino blutet nicht mehr da unten. Vielleicht würde er bluten, wenn du mir nicht in den Weg schießen würdest. Ich schieß doch gar nicht. Ja. Schon wieder keine Muni mehr. Du hast mein Fiomia ja getroffen mit dem scheiß Pfeil. Es steckt da so ein riesen Bolzen in meinem, Agentavis, in meinem Agentavis. Er fliegt auf dem Agentavis und beschwert sich über den Pfeil im Fiomia. Hallo T-Rex, ich rede nicht mit dir. Der Bolzen in meinem Flügel, der muss da sein. Du kriegst hier einen Speer in die Fresse, komm. Trau dich. Das ist ein T-Rex, direkt neben meiner Base. Oh ja, ich sehe es, cool. Ich war da gerade gelandet. Alles gut, nichts passiert. Das ist einer von den zwei, die in der Schlucht waren, die weggelaufen sind, als ich sie angefangen habe. Ist doch nur Level 19. Warum greifst du den an mit deinem... Damit ich den besiegen kann vielleicht. Cool. So dumm. Solange er in der Mauer rumbackt, kann man ihn angreifen. Das hat letztes Mal schon sehr gut funktioniert. Wenn Katze dann noch einen Bolzen in seinem Rücken schießt, dann ist sowieso GG. Nee, leider nicht. Muss er in seinen Kopf, mit in seinen Augen schießen. Ich hab keine Bolzen da. Bolzen sind momentan zu teuer, ohne dass wir ein Fleisch hier haben. Er blutet. Ja, ich weiß.
Kannst du mal einen Skorpion schnappen und dann versuchen, ihn zu betäuben damit. Betäubt werden wir nicht kriegen. Vor allem nicht bei dem Level. Wenn wir jetzt mit dem Skorpion angreifen, dann wird es sterben. Ich glaube, es hackt Kraft und blöd Fledermaus einfach an. Machen wir einfach ein bisschen Bug-Using. Ich stecke in der Mauer fest, treffe ihn, aua, nicht mich treffen. Oh, kann ich dich treffen, ne? Ja, nee, machst aber keinen Schaden. Ja, eben. Aber man kriegt trotzdem die Chance an wieder zu. Das ist der zweite. Freund kommt gerade, sein Freund kommt gerade. Ach, der meint das nicht so. Könnt ihr bitte nicht zu zweit da rumlungern, ihr Affen? Die gehören zusammen, die machen hier Pärchenurlaub. Alter, der kann mich hier angreifen? Ist der hat mir gerade einfach mal kurz einen mitgegeben, ey. Oh Leute, dann Mate boostet der Arsch. Er gibt mir einfach mal kurz eine Schelle, ey. Könnt ihr den mal weglocken, dass er nicht mehr Mate boostet ist? Danke. Der ist gerade nur ein Stück weg. Oh, das ist jetzt interessant. Kann ich den hier drin angreifen? Das wäre jetzt so lustig. Ich kann. Null. Aber ich kann nicht mit dem... Hä? Jetzt. Aua. Hat er mich getroffen? Nein, er geht. Nee? Ich glaube, er geht nicht. Ich glaube, er hat sich das gerade anders überlegt. Freund geht gerade. Der Level 19 haut auf jeden Fall. Guck mal, der Kidimiri kämpft gegen ihn. Los, Miri! Alter, wenn der ihn tötet, ne, dann rast die aber echt aus. Freundin, jetzt hau nicht ab, Kollege. Ey, komm, ich hab so viel Schaden an dir gemacht. Jetzt hau nicht ab, bitte. Das wäre so gar nicht cool irgendwie. Komm schon, sporty Level. Diese Logik dahinter verstehe ich gerade nicht. Wo genau muss ich jetzt angreifen, um den zu erwischen? Blödes Ding. Er hat sich wirklich mit dem Skorpion angelegt, Alter. Komm schon, betäube ihn, Skorpion, das wäre lustig. Aber dann wird der Skorpion ihn töten. Oh. Stirb! Mann, er blutet doch schon ganz arg. X-Arg? Aber ich glaube, Miri hat den letzten Hit gemacht, weil sein ihr blöder Pteranodon hat nämlich 3 Level gekriegt. Du Blödmann, Alter. Ich denke, ich hasse dich. War das jetzt Kill geklaut? Oder haben wir beide viele Level gekriegt? Krass. Doch, ich bin auch 5 Level aufgestiegen. Ne, wir haben beide die... Boah, krass. Wie viele Level wir beide durchgekriegt haben. Hammer. Voll cool. Ich habe einfach 3 Level bekommen. Ja, und das auf deinem riesen Vieh schon, sowieso schon. Ja, dann holen wir uns mal den anderen T-Rex, würde ich sagen, ne? Ja. Oh, ich muss was essen. Wo ist denn der andere hin? Hallo? Krieg ich eigentlich Hunger, wenn ich auch... Hier bei mir. Wo ist denn hier bei mir? Wo bist du denn? Da, wo ich gerade stehe, du Baum. Ja, wow, das hilft mir. Ach, da. Ich bin da, wo ich bin. Ach, der ist in der unter... Ach, ja. Kann man den von oben angreifen? Manchmal treffe ich ihn, manchmal treffe ich ihn nicht. Kann man, ja. Ich Problem backe ist, manchmal in ihm fest, random, geh mal da aus dem Weg. Kann er auch einfach random zurück angreifen. Oh. Hä? Der hätte da gar nicht drüber können. Die Mauer ist durchgezogen unten. Er ist... Die Mauer muss weg. Er ist ein bisschen ein Cheater, würde ich mal sagen. Da sind die T-Rex schon die ganze Zeit in diesem Spiel. Der war von Mito nur 1 ein Cheater. Meinst du, kriegst du den betäubt, wenn ich jetzt auch noch mit... Nein. Aber das ist keine Chance. Mit einem Skorpion gar nicht betäubt, würde ich sagen. Ich finde, sie die Arc-Mechanik haben. Ja. Arc wurden die Skorpione unglaublich genervt, was den Betäubungsfaktor bei Kämpfen angeht, wenn die gezähmt sind. Er blutet schon mal, das ist schon mal gut. Ja, jo. Die Frage ist, wie viele Hits kann mein Skorpion tanken? Das habe ich noch nie mal getestet. Oder nicht dein Skorpion, sondern meiner. Ich habe ihn gefunden. Du hast ihn gefunden. Er war da ganz allein in der Wüste und du hast ihn gerettet aus der Wüste. Ja, meiner gerettet. War in dem Moment nicht, wem es gehört, sondern auf dem, wem ich gerade sitze. Ja, Katz ist momentan der Besitzer. Also ich glaube, der T-Rex macht nicht mehr lang. Ja, das ist schon da. Oh. Needle ist instant auch um einige Level gestiegen. Ja, wieder 2 Level dazu bekommen. Also,
Ich befürchte, das ist halt das Konzept hinter dem Spiel. So Pokémon fangen, hochleveln, gegen stärkere Pokémon kämpfen. Was? Ist das nicht hier Pokémon? Ich dachte, das wäre Pokémon. Doch, ist schon Pokémon. Mhm. Okay. Ist schon richtig, alles gut. Ich will der Allerbeste sein. Das war meins! Meins. Sei lieb, Katze. Jetzt gehe ich auf den Steingolem. Das sollte jetzt auch kein Problem mehr sein. Ja, okay. Ich bleib hier. Mach's gut. Du weißt, dass Stein sehr effektiv gegen Flug ist. Ja, ein Pokémon. Ach so, ja, aber du ja kannst doch nicht einfach. Geh doch mal vor die Tür und wirf einfach mal einen Stein gegen einen vorbeifliegenden Spatzen. Hier ist ein Level. Backstein. Wenn du triffst, dann tut das weh. Ja. Kann dir auch gerne eine Backpfeife geben. Ha. Wie soll das gehen? Dich in den Ofen stecken? Hast du auch eine Backpfeife? Mit der Pfeife habe ich jetzt da dran nicht so ganz verstanden. Dann solltest du langsam Deutsch lernen. Wer hat denn der Strike angegreift? Unsere ganze Dino-Garage läuft gerade amok, Leute. Die kommen alle raus. Warum? Oh. Ja, gut. Dein Patchy wurde gerade gekillt. Ja, wenn es nur der Patchy ist, dann war es nicht wert. Nein, ich bin Süßes draufgegangen. Oh nein. Blauli, Alter. Ich dachte, Level 41er Ding, kein Problem. Gib ihm. Habe nicht vergessen, dass die vor der Dino-Garage standen. Das war dumm. Ein bisschen vielleicht. Die armen Kleintiere. Klein. Fies hat wenigstens überlebt. Alles gut. Fies hat überlebt. Fies. Da sind wir froh. Aber ich glaube, wir sind schon am Ende. Fies. Ich habe noch gar nicht so viel Level geschafft auf meinem Agentar bis heute. Nein, gar nicht. Nein. Zwei T-Rex sind noch nichts. Naja, das ist doch ganz gut, wenn wir jetzt wieder aufhören, es aufzunehmen. Dann sind in der nächsten Folge sowieso wieder drei Dinos. Drei T-Rex wahrscheinlich hier vor der Tür. Hat einer von euch, das verbesserte Fleisch nutzen sie jetzt auch diese Folge nichts mehr. Nee, gut. Dann, Miri, musst du was machen. Dann muss ich die Folge beenden. Na gut. Ich hoffe, euch hat das heute gefallen. Gab ja eine Menge Action, ausnahmsweise mal. Ja. Ich will mich nicht beschweren, aber ich komme da nicht durch. Ja, dann geh doch bitte mal kurz weg, damit ich da durch kann. Katze vorbei. Okay. Und ansonsten sehen wir uns übermorgen wieder in Pixark, ne? Ja, übermorgen gibt's die nächste Folge. Bis dahin, ja. Macht's gut und bleibt schön bei euch. Brrrr,